herausragend. Sascha Mölders hatte Ladehemmungen, stand nicht in der Startelf zuletzt, aber beim letzten Spiel gegen Viktoria Berlin hat er wieder getroffen. Es ist also angerichtet. Saarbrücken direkt im Vorwärtsgang. Vierte Minute, erster Standard. Tobias Jennecke wird den Eckball reinbringen. Manuel Zeit. Der Ball fliegt Richtung Grimaldi und der Kapitän kommt mit Wucht. Das geht doch schon mal gut los. 1860, bisher noch keine so erfolgreiche Saison, gerade mal Platz 15 in der Liga. Aber hier Fehler im Aufbau. Sascha Mölders, was ein Schlitzohr. Das macht ihn aus. Situationen direkt erkennen und umsetzen. Daniel Batz hält glänzend. Das ist schon richtig fein gemacht. Der Mann hat was im Füßchen. Ecke 60. Dressel. Biancardi. Was ist das hier für ein tolles Spiel in den ersten Minuten. Chancen auf beiden Seiten und ein überragender Daniel Batz. Nur wenige Sekunden später. Guras über seine Seite kommt am meisten. Grimaldi kommt einen Schritt zu spät. Grimaldi will es gerade gegen seine alten Kollegen besonders gut machen und schmeißt sich voll rein. Grimaldi und Mölders sind richtig gut im Spiel. Mölders. Es wird immer enger für den FCS. Die Löwen pressen früh und die Blau-Schwarzen kommen nur selten noch hinten raus. Aber ab und zu funktioniert es eben doch. Immer über Guras. Wenn Steinhardt da das lange Bein nicht auspackt, dann ist Guras ganz nah dran am Führungstor. Diese Halbchance weckt den FCS wieder auf. Gut verteidigt. Langer Ball. Wie immer auf Grimaldi, der völlig alleine, hat nicht mehr viele vor sich. Ist das ein Foul? Der Stürmer außer sich. Schiedsrichter Patrick Kessel sagt nein. Aber oben wird Grimaldi klar gehalten. Das muss man eigentlich pfeifen. Saarbrücken kurz vor der Halbzeit nochmal mit deutlich mehr Ballbesitz. Und auch über den anderen Stürmer geht viel. Sebastian Jakob. Jakob wollte noch mal rüberspielen. Hätte er besser selbst gemacht. Grimaldi wäre aber auch da gewesen. Nichts war's mit Toren in Halbzeit 1. Aber es ist ein sehr sehenswertes Fußballspiel. Koshinat feuert seine Jungs noch mal an. Nach der Halbzeit sind aber die Münchner Wacher. Biancardi, wie so oft heute schneller als seine Gegenspieler auf dieser Seite. Marcel Bär, Greilinger, Schlussmann, Batz, heute der beste Mann des FCS. Auch in der zweiten Halbzeit, es ist einfach ein atemberaubendes Spiel. Es geht hin und her, im direkten Gegenzug. Immer wieder gute Kombinationen von Müller und Guras über ihre Seite. Minus Guras, Minus Guras, Minus Guras. Das hätte es sein können. Der FCS wieder richtig gut im Spiel. Guras offensiv der stärkste Spieler der Blau-Schwarzen. In der 56. Minute war es hauchdünn. Hier kommt man nicht zum Durchatmen. Eine Minute später. Wieder die 60er. Flanke. Mölders. Biancardi. 1:0 für die Münchner. Mölders macht das einfach herausragend. Der Trainer Michael Köllner zufrieden. Und diese Ablage zum 1:0, das muss man ihm einfach lassen. Richtig stark.
Biancardi, der ehemalige Elversberger, trifft gegen den FCS. Das tut den Fans sicher besonders gut. 1860 bekommt dadurch ein kleines Hoch. Vorne ist wieder Mölders frei. Macht das gut. Knappes Ding. 1860 gelingt der letzte Pass in die Spitze deutlich besser als den Hausherren zu diesem Zeitpunkt. Immer wieder können sie so gefährliche Situationen heraufbeschwören. Dieser Brücker hinten in dieser Phase zu weit weg von den Gegenspielern. Biancardi kann sich drehen und Marcel Bär hat die Riesenchance. Kein Abseits. Da hätten die Gäste schon mit 2:0 führen müssen. Koshinat mit Sorgenfalten, aber er bringt frischen Wind. Robin Scheu und Julian Günther Schmidt kommen für Kreuz und Jennecke. Das wirkt. Grimaldi gut abgeschirmt. Robin Scheu macht verdammt viel richtig. Aber es soll irgendwie nicht sein. Was ist das für ein Spiel im Ludwigspark? Saarbrücken drückt jetzt Freistoß, wieder Scheu. Dominik Ernst, der Rechtsverteidiger, er ist halt kein Stürmer. Aber der FCS ist wieder voll da. Koshinat fordert noch früheres Pressing. Die Hausherren wollen unbedingt den Ausgleich. Grimaldi, stark gemacht. Ernst. Und in der Mitte fällt Robin Scheu. Der Schiedsrichter entscheidet hier auf Strafstoß Saarbrücken. Stefan Salger zieht Robin Scheu wohl nach unten. In der 81. Minute hat Julian Günther Schmidt den Ausgleich auf dem Fuß. 1:1. Dieses Tor ist absolut verdient. Lange sind sie nun angerannt. Jetzt hat's geklappt. Und es ist ja noch nicht Schluss. 9 Minuten sind noch auf der Uhr. Die Fans hoffen auf einen Dreier gegen 60. Langer Ball, diesmal auf Julian Günther Schmidt. Wieder eine strittige Situation. Und hier ist es für mich unten. Jetzt faul. Aber es gibt keinen Strafschuss. Somit endet das Spiel mit einem 1:1. Bisschen schade, ich glaube, es wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, gerade in der zweiten Halbzeit. Hat ein bisschen Pech mit den Aluminiumtreffern. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier einen Punkt wieder geholt und stehen auch so ganz gut da. Am Ende, glaube ich, müssen eher wir uns darüber ärgern, hier nicht 2:1 gewonnen zu haben. Weil es waren ja noch so viele Aktionen im Strafraum, die wir hätten dann auch am Ende für uns nutzen können. Und 60 war ja wie abgeschnitten in dieser Phase. Deswegen finde ich, haben wir schon ein richtig gutes Spiel in der Endphase gemacht. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir am Ende dann das 2:1 machen, dann wäre es auch verdient gewesen. Aber unterm Strich ist es mit Sicherheit auch kein komplett schmeichelhaftes 1:1 für 60. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Am Ende fehlt dem FCS das letzte Quäntchen Glück. Nur ein Punkt für die Löwen, nur einer für den FCS. Zu wenig auf jeden Fall für beide, für die selbstgesetzten Ansprüche. Waldhof gegen Zwickau, unentschieden Saarbrücken gegen 60. Auch Magdeburg 1:0 gegen Viktoria Berlin. Was haben wir noch von heute? Die Würzburger Kickers schlagen Türkgücü München 2:1. Wien Wiesbaden unterliegt torreich 3:4 dem SV Meppen. Freiburg 2. gewinnt gegen Ferl 3:2 und Osnabrück und Halle 0:0. Schauen wir auf die Tabelle in der dritten Liga. Wir sehen Magdeburg, das so langsam davonzieht, baut den Vorsprung aus. Jetzt auf die Verfolger 7 Punkte. Saarbrücken, Osnabrück punktgleich auf 2 und 3. Dann schauen wir auf Waldhof Mannheim. Verbessert auf 4. Hat ja auch noch, muss man dazu sagen, das Nachholspiel bei den Löwen in der Hinterhand. Könnte dann Zweiter werden. Viktoria Berlin 1 Punkt aus den letzten 5. Da geht es jetzt erstmal ein bisschen runter auf Platz 8. Zwickau ist auf 13. Inzwischen auch schon immerhin seit 6 Spielen ungeschlagen. Und die 60er zum 8. Mal in dieser Saison unentschieden. Wir haben es gehört. Fallen zurück auf 16, dahinter noch Duisburg, Würzburg, Viktoria Köln und der Neuling, der TSV Havelse.